Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die freundliche Einladung. Ich habe gesehen, dass die Referate bis jetzt auf Schweizerdeutsch gehalten worden sind. Und dann wollte ich fragen, ob es in Ordnung ist, wenn ich auch das Referat auf Schweizerdeutsch halte. Ist das in Ordnung? Also in meinem Fall wäre es dann Baseldeutsch. Ich weiß nicht, ist das immer noch... geht das gerade noch? Also ich rede über das Thema Energie und ich sage es ganz offen, ich bin ein Freund von dieser Energiewende. Ich denke, es ist tatsächlich eine ganz wichtige Sache und ich werde Ihnen ein bisschen erklären, wie ich zu diesem Resultat gekommen bin. Ich befasse mich schon viele Jahre mit dem Thema und eigentlich spezialisiere ich mich auf den globalen Kampf ums Erdöl. Und ich habe einfach herausgefunden, dass sich der Kampf zuspitzt und ich glaube, wir in der Schweiz sollten nicht an diesem Kampf teilnehmen. Wir sollten also keine Soldaten ins Ausland schicken und irgendwie auch nur um ein Fässchen Erdöl kämpfen, sondern ich glaube, wir sollten neutral bleiben, keine Soldaten ins Ausland schicken und wir sollten probieren, technische Lösungen zu finden. Und da bin ich sehr froh, kann ich heute bei der Elektra sein, weil da ist eigentlich die ganze Geschäftsleitung kennt die Lösungen schon. Man weiß, welche Energieprodukte es gibt. Das heisst, wir haben Alternativen zu dem Kampf ums Erdöl und ich würde es Ihnen gerne etwas genauer zeigen. Zuerst muss man wissen, und das ist schon gesagt worden vom Herrn Zimmermann, dass der wichtigste Energieträger von der Schweiz Erdöl ist. 50% vom gesamten Energieverbrauch, Sie haben es vielleicht noch im Kopf, die Grafik, die er gezeigt hat, 50% ist Erdöl und wir haben aber in der Schweiz überhaupt kein Erdöl. Das heisst, das Erdöl müssen wir alles importieren. Da haben wir sehr verlässliche Länder gefunden, Nigeria, Kasachstan und Aserbaidschan. natürlich fragt man sich dann ja gut, wie viel Erdöl braucht man denn weltweit? Und da habe ich Ihnen mal einen Supertanker mitgebracht. So einen Supertanker sehen Sie selten, da geht also nicht der Aare drauf und da mag auch nicht der Rhein drauf, sondern die sind so richtig gross. Und in einem Supertanker haben Sie ein Fassungsvermögen von 2 Millionen Fass Erdöl. Ein Fass Erdöl wiederum hat 159 Liter und zu einem Fass Erdöl hat man vielleicht noch einen Bezug zu den Supertanker eben ein bisschen weniger. Und von diesen Supertanker brauchen wir weltweit pro Tag 44 Stück. Und da kommen wir tatsächlich zu dieser wichtigen Zahl. 2 Millionen Fass in einem Supertanker, 44 Supertanker pro Tag, das ist der weltweite Erdölverbrauch, ist 88 Millionen Fass. Das heisst, wir haben hier irgendwie auch eine Diskussion unter Süchtigen. Das muss man offen so sagen. Weil es wäre nicht möglich, dass man jetzt sagt, wir stellen das Erdöl morgen ab und schauen, wie es läuft. Dann läuft es nämlich gar nicht mehr. Das heisst, wir sind alle darauf angewiesen, dass es diesen Stoff hat, und zwar weltweit. Aber alle wissen, dass dieser Stoff endlich ist und darum passiert Folgendes. Man überlegt sich, wie lange hat es noch, und dann liest man in der Zeitung, es hat noch 40 Jahre, und das stimmt. Es hat auch noch im Jahr 2050 Erdöl. Und dann, was machen die meisten? Sie nehmen ihr eigenes Alter, rechnen 40 Jahre dazu und denken, das reicht von mir und blättern zum Sport. Also das ist nicht irgendwie etwas Falsches, das ist einfach, was man normalerweise macht. Jetzt möchte ich Ihnen aber sagen, da gibt es einen Denkfehler. Weil man denkt dann, ja, 40 Jahre Erdöl heisst 40 Jahre kein Problem. Aber ich habe Ihnen ja schon gesagt, der Tagesverbrauch ist 88 Millionen Fass. Und wenn das irgendwann einbricht und auf 60 oder 20 Millionen Fass zurückgeht, dann hat es noch Erdöl, aber die Versorgungskämpfe spitzen sich zu und die Preise gehen durch die Decke. Und das ist genau das, was ich untersuche. Übrigens, die Zahl 88 Millionen, da haben wir herausgefunden bei den Studenten, dass sich die nur eine Zahl merken pro Vorlesung. Das hat jetzt nichts mit Ihnen zu tun, aber einfach, wenn Sie sich eine Zahl merken von meinem ganzen Vortrag, wäre es die 88. Ich werde sie auch noch 3-4 Mal wiederholen, weil da hat man herausgefunden, wenn man die wichtigste Zahl nicht 5 Mal wiederholt, dann hat sie auch keine Chance, dass sie sich im Grosshirn nicht einnisten kann. Also ich höre es dann nochmal. Kohle gehört auch zu den fossilen Energieträgern. Wenn Sie Kohle verbrennen, haben Sie CO2. Wenn Sie Erdöl verbrennen, haben Sie CO2 in der Luft. Das ist Ihnen bekannt. Im Moment sehen Sie natürlich vor allem in China, dass man 70% vom Strom mit Kohlen abdeckt. Darum hat China massive Umweltprobleme. Das ist bekannt. In der Schweiz haben wir keinen Kohlestrom. In Deutschland hat es Kohlestrom. Die kämpfen noch sehr mit ihrem Kohlestrom. Das ist nicht im Sinn der Energiewende. Da müssen Sie noch daran arbeiten. Denn Erdgas ist der dritte fossile Energieträger, also Kohle, Erdöl und Erdgas sind die drei fossilen Energieträger und die dominieren das weltweite Energiesystem. Die dominieren auch das Schweizer Energiesystem. Wir sind 70% fossil, wir haben einfach keine Kohle, aber wir haben 55% Erdöl und 15% Gas, wir sind 70% fossil.
Und das wird also nicht von heute auf morgen ändern, sondern wir sind auch noch in 5 Jahren sind wir immer noch fossil. Aber wo sind wir in 50 Jahren? Das ist die strategische Herausforderung. Und ich hoffe, dass wir den fossilen Anteil reduzieren können. Weil wir haben in der Schweiz weder Öl noch Gas. Und wir müssen versuchen, diese zwei fossilen Importe zu reduzieren. Übrigens beim Erdgas, das haben Sie vielleicht gesehen, da wird geworben mit einem so einem grünen Blättchen. Das haben Sie sicher schon gesehen. Und das gibt den Leuten das Gefühl, das Erdgas sei erneuerbar, weil es hat so ein grünes Blättchen. Und dann steht manchmal noch Erdgas und Biogas. Und die Leute, die wenig sich mit Energie beschäftigen, also nicht ich, aber andere, die denken dann, aha, Bio und Blättchen, ja gut, das muss 100% erneuerbar sein. Und da kann ich Ihnen einfach sagen, das stimmt so nicht. Also Erdgas ist fossil. Der Anteil Biogas ist meistens so etwa bei 2%, wenn man das zusammenmischt. Also der grösste Teil beim Erdgas ist fossil. Aber das ist einfach ein Zeichen, wie man eine gute Marketingstrategie kann umsetzen kann. Indem man eigentlich den Leuten ein grünes Blättchen macht, dann haben sie das Gefühl, das Erdgas gehört ein bisschen zu Wind- und Sonnenenergie. Und das haben viele jetzt das Gefühl, aber es ist wissenschaftlich völlig falsch. Die Atomenergie ist der vierte nicht erneuerbare Energieträger und bei der Atomenergie muss man sagen, die ist sehr billig. Wenn nichts passiert. Und wenn etwas passiert, ist es unbezahlbar. Und das ist eigentlich das Spiel. Okay? Das ist das Spiel. Und das spielen wir weltweit. Wir haben 440 Atomkraftwerke. Und wenn Sie nach Fukushima gehen, oder, können Sie sagen, ja, das ist doch 2011 gewesen, das ist sicher aufgeräumt und die Sache ist wieder in Ordnung. Und die Antwort ist nein. Das ist weder aufgeräumt noch in Ordnung. Es ist einfach nicht mehr in den Medien, weil die Medien müssen immer etwas Neues haben. Also nächstens kommt die WM und es muss einfach etwas laufen. Aber die in Japan, die haben die Kosten und die Betreiber von Fukushima, TEPCO, die haben das Geld gar nicht, um all die Kosten zu tragen. Weil die Kosten laufen völlig aus dem Ruder. Sie müssen verstehen, von den Hängen oben runter kommt das Wasser, es regnet, oder kommt das Wasser runter, geht Richtung Küste, dort stehen die AKWs, die sind aber noch am Strahlen, also kommt das frische Wasser auch in die Strahlungszonen rein und dann haben sie immer wieder verseuchtes Wasser, das müssen sie dann wieder lagern irgendwo, dann haben sie aber kein Lager, dann möchten sie das Wasser irgendwie abhalten, jetzt überlegt man sich, ob man für das Grundwasser ganz kalte Muren im Boden reinmacht, Eis, also aus geformtem Wasser. Und das sind immer Millionenprojekte. Aber das ist nicht etwas, was sie dann verkaufen können, sondern das sind nur Aufraumarbeiten. Also ich unterstütze in dem Sinn Doris Leuthard und den ganzen Bundesrat. Ich finde den Entscheid richtig, dass man schrittweise in der Schweiz von der Atomkraftwerk aussteigt. Man soll das nicht überhastet machen, aber ich glaube, die Risiken sind sehr gross. Und wir können einfach froh sein, dass wir zum Beispiel in der Schweiz keinen Unfall haben bis mehr. Ich wohne in Dornach, das ist bei Basel. Und wir haben Fessenheim auf der anderen Seite. Das sind Franzosen. Und ich kann Ihnen einfach sagen, wenn das explodiert, dann ist meine ganze Investition ins Haus entwertet. Dann ist es vorbei. Oder? Das heisst, das ist einfach meine Hoffnung, dass das nicht passiert. Und wenn es passiert, dass ich nicht gerade dort bin. Aber ich meine, die Sachen sind real. Oder? Ich kann mir niemand garantieren, dass das nicht passiert. Was denke ich, was sind Lösungen? Ich bin tatsächlich ein Freund von der Photovoltaik. Ich habe jetzt auf meinem Haus 60 Quadratmeter Photovoltaik gemacht und immer wenn es so schön Wetter ist wie heute, oder, gehe ich zur Obig, schaue, wie viel Energie ich produziert habe. Das ist wirklich eine tolle Sache. Darf ich schnell fragen, wer hat Photovoltaik auf dem eigenen Dach? Das sind schon einige. Darf ich Sie gerade fragen, gehen Sie amigs auch schauen, wenn es so schön Wetter ist? Ja, ich habe es elektronisch, kann ich es auf den Computer nehmen, oder? Yeah. Kilowattstunden. Eben, er hat jetzt gesagt, er schaut auch, ich tue es schnell wiederholen, weil sie nicht im Mikrofon sind. Er schaut auch und er weiss den Ertrag von gestern, den weiss er. Also ich möchte Ihnen einfach sagen, das ist richtig eine tolle Sache, das ersetzt bei den Männern diese Bahn. Also es hat etwas sehr Spielerisches. Und ich habe einfach eine Freude. Ich gehe an und manchmal, wenn es schlechtes Wetter ist, ist der Ertrag kleiner. Aber wenn es ein toller Tag ist, dann freuen sie sich. Sie jeden Tag so, oh, look, oh, ja. Yeah. Das andere, was sie machen können, Solarthermie, das ist heißes Wasser, das kann man also auch mit der Sonne machen. Darf ich fragen, hat jemand Solarthermie auf dem Dach? Das wird auch gesehen. Okay. Also dort ist dann die Frage mit dem Duschmesser, oder? Das ist ja gesagt worden heute, oder? Wenn man es warm Wasser braucht, klar, Wasserverbrauch ist zu messen, aber es ist dann schon ein Unterschied, ob sie das heiße Duschwasser mit Gas verbrennen, mit im Sommer machen, was ein völliger Blödsinn ist, oder ob sie das solare Wasser sozusagen auf dem Dach gemacht haben. Oder? Dann dürfen sie, finde ich, gern 2 Minuten länger duschen. Aber
Das ist auch ein Haus aus dem Kanton Bern, Jenny. Weitere Möglichkeit, Wasserkraft ist erneuerbar, das ist klar, außer der Teil von der Wasserkraft, wo man zur Nacht mit Atomenergie aufpumpt. Das müssen Sie wieder wegrechnen, sonst ist das Greenwashing. Windenergie gehört auch zu den erneuerbaren Energien. Da gibt es einen Streit in der Schweiz, das ist klar. Es gibt zu verschiedenen Energieträgern einen Streit, oder eigentlich zu jedem vermutlich. Aber bei der Windenergie geht es ums Landschaftsbild. Und meine Frau zum Beispiel ist gegen Windenergie und ich bin dafür. Das heisst, es ist gute Chance, dass sie bei Ihnen in der Familie manchmal nicht gleicher Meinung sind bei den Energiefragen. Bei uns ist das so, sie sagt, du, das sieht doch einfach wüst aus, sieht doch schön aus ohne die Windkraftanlagen. Und dann sage ich, ja, hättest du gern einen Atomunfall? Und das finden sie mega unsachlich. Und dann ist die Diskussion schon lanciert, wissen Sie. Das braucht nicht viel bei den Energiefragen. Und da kommt man gleich in spannende Diskussionen. Auch Holz ist ein erneuerbarer Energieträger. Das ist sehr eine gute Idee, finde ich. Ich habe jetzt auch noch eine Holzheizung bei mir drin. Verbrenne gerne mein Holz und habe alles so gut isoliert, dass ich beim Holzofen noch das heisse Wasser nehme und das noch in einen Speicher führe. Also wir haben Möglichkeiten, ohne Öl und Gas auszutragen. Die Möglichkeiten haben wir. Es wird auch Biogas produziert. Das darf man, wie gesagt, nicht verwechseln mit Erdgas. Erdgas ist fossil, das haben wir keins in der Schweiz und Biogas haben wir in der Schweiz. Das sind einfach Vergärungsprozesse, wo das Biogas jeden Tag entsteht. Und Biogas und Erdgas werden dann vermischt, meistens als Produkt, aber dort muss man wissen, Biogas ist ein kleiner Anteil von vielleicht 2%. Geothermie. Ich bin ein Freund von Geothermie. Wir haben das sehr erfolgreich in Basel versucht. Nein, aber das Gute ist, in Zürich haben sie es auch nicht geschafft. Das muss man auch sagen. Und jetzt haben sie St. Gallen versucht und leider ist jetzt auch das St. Gallen Projekt gestoppt. Also die haben zuerst haben sie ein Erdbeben gehabt und noch haben sie zu wenig Wasser drunter gehabt. Das ist leider so. Die haben 160 Millionen eigentlich versetzt. Das ist viel Geld, ich weiß, aber ich hoffe trotzdem, dass wir irgendwo in der Schweiz noch werden Geothermie nutzen können. Warum? Bei der Geothermie haben sie noch eine Bandenergie. Das heisst, das ist 24 Stunden während 7 Tagen Dauerleistung. Und in Deutschland haben die das auch schon gemacht, Geothermie. Und da muss man sich immer sagen, ja, wenn es die Deutschen können, dann sollte es nicht unmöglich sein für die Schweizer. Also es ist einfach, man muss sich nochmal fragen, wo schaffen wir das? Im Moment haben wir keine Geothermie in der Schweiz. Wärmepumpe ist auch, finde ich, wertvoll. Wärmepumpe hier links im Bild. Ja. Ich habe bei mir im Garten zweimal 100 Meter Bord und das ist eine Erdsondenwärmepumpe. Und den Strom von der Erdsondenwärmepumpe hole ich mit der Photovoltaik rein. Das heisst, mein Haus ist ein Kraftwerk. Und ich sage Ihnen einfach, das wird im 21. Jahrhundert das Modell sein, das sich durchsetzen wird. Bei denen, die können. Ich weiss, ein paar können nicht und würden gern. Aber die können und gern wollen, die werden das machen. Es ist einfach eine Frage der Zeit, bis sie das umbauen. Aber es gibt jetzt niemanden, der wahnsinnig an seiner Ölheizung hängt und eine riesen Empathie dafür hat. Sondern man hat sie noch, wenn sie günstig ist und irgendwie läuft es noch, man will nichts über den Irakkrieg wissen. So geht es. Aber sobald sie länger darüber nachdenken, werden sie richtig erneuerbar gehen. Darf ich auch noch fragen, apropos erneuerbare, wer bezieht schon das Produkt Elektra Solar, heisst es, oder wie? Darf ich das schnell, die 3%, ich möchte schnell sehen, wer das ist. Oder das sind 150 Franken pro Jahr, das ist wirklich wenig. Aber das sind auch Möglichkeiten, wo Sie eigentlich mit wenig Aufwand sozusagen können Zeichen setzen können, weil dann schaffen Sie einen Markt, oder? Das ist immer pro, schafft man einen Markt. Darüber hinaus gibt es die Kehrichtverbrennungsanlagen, die zählen auch zu 50% zu den erneuerbaren Energien. Das wird manchmal vergessen, aber wir produzieren ja alle sehr viel Müll und wenn der verbrennt wird, gibt es Hitze und mit dieser Hitze kann man etwas machen. Der Schlüssel bei der Energiewende ist ohne jede Frage die Effizienz. Das heisst, wir müssen die Effizienz vom System erhöhen, den Verbrauch zum Beispiel bei einem Haus um 50% reduzieren, gut einpacken, neue Fenster, dann haben Sie den Verbrauch reduziert. Und das, was Sie dann noch zuführen müssen, machen Sie mit erneuerbaren Energien. Es ist keine Hexerei. He? Es sind die zwei Schritte. Zuerst Effizienz erhöhen, dann die Erneuerbaren rein. Das ist es. Und da gibt es wirklich von verschiedenen Gruppen wirklich Leute, die Ihnen helfen. Man sollte keine Angst haben vor der Energiewende. Die Energiewende ist machbar, die ist möglich. Und es sind immer mehr Leute, die das gemacht haben. Treffen Sie die Leute in Ihrem Umfeld und fragen Sie, wie das alles gelaufen ist. Am Schluss sieht der Spielstand so aus. Wir haben 8 Erneuerbare gegen 4 Nicht-Erneuerbare. Also man ist mit der Energiewende
vornehmen, oder? Das muss man mal rein von den Zahlen her anschauen. Es sind die vier nicht erneuerbaren, Erdöl, Erdgas, Kohle und Atomenergie, die möchte man verlassen. Und die acht erneuerbaren, Sonne, Wasser, Wind, Erdwärme, Effizienz, Holz und Biogas, Kehricht, die möchte man ausbauen. Und für das setze ich mich ein. Es ist natürlich klar, dass die Effizienz, wenn Sie es genau anschauen, ist keine Energiequelle, oder? Aber die Effizienz ist ein Schlüsselspielstein auf dem ganzen Zwölferspiel. Und alle Länder der Welt müssen mit dem Zwölferspiel zu Schlag kommen. Und wenn man es so anschaut, hat man das Gefühl, es ist einfach. Und wenn man es dann anders anschaut, merkt man, es ist doch ein bisschen schwieriger, weil die vier haben im Moment 80% vom Schweizer Energiemix. Das heisst, auch weltweit ist eigentlich das meiste Geld fließt in diesen Kreisläufen. Nicht in diesen. Aber es geht darum, das Geld von diesen Kreisläufen rauszunehmen und in diese Kreisläufe hineinzulenken. Das ist eigentlich die Herausforderung. Wichtig wird es jetzt sein, dass der Druck steigt, oder? Sonst kommt die Energiewende nicht so schnell vorwärts. Und die gute Nachricht von meinem Vortrag ist, der Druck wird steigen. Die Weltbevölkerung wächst, und zwar netto um 80 Millionen Menschen pro Jahr. Das ist relativ viel. Das ist also abzüglich nach allen Kriegen, Verkehrsunfällen, Epidemien, wir wachsen. Oder wenn Sie die Zeitung lesen, haben Sie das Gefühl, die Weltbevölkerung stirbt morgen aus, oder? So viel Krise. Ist aber nicht der Fall. Wir vermehren uns prächtig. Ist so? Ja, stellen Sie sich mal vor, 80 Millionen, das sind viel. Das ist wie die Bevölkerung von Deutschland. Kommen also jedes Jahr 80 Millionen dazu. Nein, nicht 80 Millionen Deutsche. Ich wollte sagen, und hätten wir andere Sorgen. Nein, ich wollte sagen, das Nettowachstum weltweit aus allen Ländern summiert ist 80 Millionen. Und die wollen alle Energie. Das ist klar. Im Moment sind wir bei einer Weltbevölkerung von 7 Milliarden. Und vor 200 Jahren sind wir auf der ganzen Welt nur 1 Milliarde gewesen. Das heisst, ich bin Historiker, ich habe mich dann gefragt, ja, warum sind wir denn jetzt in 200 Jahren um 6 Milliarden gewachsen? Was haben wir denn zum Beispiel zwischen 1300 und 1500, oder? Im Mittelalter haben wir ja 200 Jahre Zeit gehabt. Warum sind wir dort nicht um 6 Milliarden gewachsen? Was haben wir denn dort so rumgedümselt? Und die Antwort ist, wir hatten dort ein ganz anderes Energiesystem. Wir hatten kein Öl, kein Gas, keine Kohle, keine Atomenergie. Und weil wir diese vier Energieträger nicht hatten, haben wir nicht so ein Wirtschaftswachstum wie heute, darum nicht so eine Medizin, darum nicht so einen Wohlstand, kein EasyJet, kein YouTube, man kann es sich nicht mehr vorstellen. Aber heute sind wir in einer so einer privilegierten Situation, dass es darum geht, dass wir eigentlich den Wohlstand halten wollen, aber ohne Öl, Gas, Kohle und Atomenergie. Und das ist möglich, das ist der nächste Entwicklungsschritt. Ich möchte es Ihnen vielleicht noch etwas deutlicher machen. Wenn man hier wieder zurückgeht auf Null, Christi Geburt, das ist hier hinten. Die Weltbevölkerung 300 Millionen. Die ganze Welt. Da habe ich mich gefragt, wie lange ist es gegangen, um diese 300 Millionen zu verdoppeln auf 600 Millionen. Das ist 1600 Jahre gegangen. Ganz langsam, weil es wenig Energie hatte. Und dann habe ich mich gefragt, wie lange ist es denn gegangen von der 6. zur 7. Milliarde. Die Antwort ist, 12 Jahre. Und das sind die Fakten. Haben Sie das begriffen? Es ist 12 Jahre gegangen, um weltweit eine Milliarde dazu zu tun. Und früher ist es 1600 Jahre gegangen, um 300 Millionen dazu zu tun. Das heisst, wir sind gut beraten hier in der Schweiz, dass wir die Energiewende frühzeitig einleiten, weil der Verteilungskampf vom Öl und Gas spitzt sich nur noch zu. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich habe es Ihnen schon gesagt, wie groß der Tagesverbrauch ist beim Erdöl. Vielleicht wissen Sie es noch. Es sind 88 Millionen Fass, jeden Tag. Es sind 44 Supertanker. Und das, was wir in der Forschung jetzt anschauen, ist eigentlich, wie groß ist der Anteil weltweit vom Erdöl. Und der ist dominant. 34%. Dann kommt Kohle und dann Gas. Das heisst, wir leben in einer fossilen Welt. Die 440 Atomkraftwerke haben einen Anteil von 5%. Und die Erneuerbaren, weltweit gerechnet, sind bei 14%. Das heisst, die Schweiz hat 20% Erneuerbare, da ist der grösste Teil Wasserkraft, aber unser Energiemix ist besser als der Weltdurchschnitt, aber wir sind auch noch nicht am Ziel. He? Ich muss vielleicht so sagen, die Studenten an der HSG in St. Gallen, die finden das super, die finden die erneuerbaren Energien toll, die wollen 100% erneuerbar, das ist dann ihre Vision. Also es gibt keine Studentengruppe, die sich für die Kohle engagiert, oder? Aber man muss auch gleichzeitig sagen, am Wochenende fliegen dann Studenten mit EasyJet nach Barcelona und sehen den Zusammenhang noch nicht so ganz.
Und das ist einfach so zu erklären, wir sind Menschen und Menschen sind widersprüchlich. Also niemand kann sozusagen das ganz durchdenken und sich nur noch erneuerbar verhalten. Das ist unmöglich. Aber wichtig ist, dass man schon mal begriffen hat, dass der Ausbau von den Erneuerbaren in eine richtige Richtung geht. Ich meine, ich verstand, wenn man von 50 Franken auf Barcelona fliegen kann und viel Zeit hat in der Semesterferien und Barcelona ist eine schöne Stadt, oder? Dann gibt es auch viele Gründe, dass man das halt so macht. Oder? Ich will das nicht verurteilen. Die Grafik haben Sie schon gesehen. Bis 1945 haben wir wenig Energie gebraucht in der Schweiz und in den letzten 60 Jahren haben wir sehr viel gebraucht. Das hier, das Graue, ist Öl zum Heizen und das Rote ist Öl zum Umfahren. 50% vom Energiemix ist Öl. 1973 hat der Bundesrat entschieden, die Erdölabhängigkeit ist zu gross. Wir müssen diversifizieren. Und darum haben Sie heute eine ganz gute Situation. Wir sind nicht nur von Öl abhängig, sondern von Öl und Gas. Ich meine, kann der Bundesrat keinen Vorwurf machen, 1973, hat man gedacht, das ist eine tolle Idee. Da haben die ja nicht gewusst, dass dann der Putin später mal das Gas abstellt. Aber wir müssen überlegen, wie können wir aus dem Ganzen raus? Und das geht nur mit Erneuerbaren. Oder? Wir können jetzt nicht sagen, die neue Idee ist, wir importieren noch Kohle. Das ist auch keine gute Idee. Sondern eigene Energien produzieren, das ist es. Beim Erdöl möchte ich Sie jetzt ein bisschen in Details hineinnehmen, weil die Leute relativ unerfahren sind. Noch. Man schaut von außen aufs Erdöl und dann sehen Sie so eine Erdölplattform wie die. Die ist jetzt in der Nordsee, dort produzieren Norwegen und Großbritannien produzieren dort Erdöl. Wenn man von außen drauf schaut, sieht man nicht viel. Man sieht einfach, ja, die stehen dort und bohren ab und unterholen sie das Öl. Sie müssen genauer hineinschauen auf die Jahresproduktion vom einzelnen Land. Das ist die Produktion von Großbritannien, die ist in den 30er und den 50er Jahren bei Null gelegen. Das heisst, am Anfang des letzten Jahrhunderts haben die Briten nichts produziert. Dann haben sie angefangen, in den 70er Jahren die Nordsee anzustechen. Das waren die Entdeckungen. Dann haben sie angefangen zu fördern. Und dann geht die Förderung auf. Und da hat es eine Explosion auf einer Förderplattform. So eine ist explodiert. Dann ist das eingebrochen. Und im Jahr 2000 hat die Förderung in der Nordsee von Großbritannien das Maximum erreicht. Und das nennen wir in der Forschung Peak Oil, Förderungsspitze. Und seit 12 Jahren geht die Förderung zurück und jetzt sind wir da unten. Einfach, dass ich so ein bisschen ihren Wissensstand zum Erdöl abtasten kann. Wem ist klar, dass die Briten seit 12 Jahren fallende Förderung haben? Schnelle Handzeichen. Okay, das wissen noch nicht alle, das ist für mich ideal. Da kann ich etwas Neues erklären, denn ich Ihnen schnell erzählen, wie das ist. Ein Erdölfeld hat einen gewissen Druck. So wie eine Colaflasche, wenn Sie sie schütteln. Und dann, wenn Sie den Deckel aufmachen, kommt das Zeug raus, aber der Druck nimmt ab. Und so ist es bei den Erdölfeldern. Sie stechen das an und dann kommt das Öl raus. Oder? Und mit der Zeit geht aber der Druck zurück und dann kommt auch weniger raus. Und das ist das Phänomen, dass wir irgendwann eine fallende Förderung haben. Auch wenn Sie alle Länder oder Felder summieren, kommt immer das Gleiche raus. Also Erdölfelder leben nicht endlos. Was wir jetzt als zweites Phänomen beobachten, ist, dass der Erdölverbrauch von Großbritannien zugenommen hat. Das heisst, sie haben eine fallende Förderung und einen steigenden Eigenbedarf und die Kurve haben sich geschnitten. Und darum sind die Briten jetzt Netto-Importeur. Und das ist interessant, oder? Die haben bei $10 pro Fass exportiert und jetzt müssen sie bei $100 pro Fass importieren. Ist nicht unser Problem. Aber ich sage immer, das zeigt, der Mensch ist nicht sehr vorausschauend. Er nimmt das, verheizt es und nachher, Kinder und Enkel haben wir leider keinen Plan. Und das ist etwas, was wir jetzt sehr genau in der Forschung untersuchen. Wir schauen, was machen die einzelnen erdölproduzierenden Länder, zum Beispiel Indonesien. Indonesien ist auch ein erdölproduzierendes Land. Die haben eine Förderung, die aufgegangen ist, dann haben die den Peak Oil erreicht, das ist die Förderungsspitze, und nachher geht die Förderung zurück. Der Eigenbedarf hat reingefressen, die Kurven haben sich geschnitten, Indonesien ist jetzt auch Nettoimporteur. Die sind sogar aus der OPEC ausgetreten. OPEC ist das Ölkartell. Und das werden wir jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bei allen Ländern beobachten. Eins nach dem anderen wird der Peak Oil erreichen, dann geht die Förderung zurück, der Eigenbedarf frisst rein, die Kurven schneiden sich und dann sind sie nicht mehr Exporteur. Aber da gibt es eine Faustregel. Nicht alle Länder von der Welt dürfen Importeur werden. Das ist eine goldige Faustregel. Weil sonst geht das Spiel nicht mehr, oder? Wir haben uns an das Spiel gewöhnt. Wir sind immer Importeur gewesen. Und wir denken, jemand wird immer Exporteur sein. Aber wenn immer ein Exporteur wieder zum Importeur wechselt, dann gibt es ein Problem. Wenn Sie es von weit her anschauen, wird es übersichtlich. Das ist das Erdölzeitalter auf der langen Zeitachse. Null war Christi Geburt, da sind wir alle nicht da gewesen. Dann kommt das Mittelalter von 500 bis 1500, 1000 Jahre Mittelalter. Stellen Sie sich vor, Rüttli-Schwur, 100% erneuerbar. Ja, man denkt manchmal nicht dran, aber es ist so, oder?
Dann 1750 kommt Kohle, die fossile Kohle, das ist die fossile Revolution. Und 1850 kommt das Erdöl. 1850, das sind erst 160 Jahre. Jetzt haben wir 160 Jahre Erdölzeitalter, die Weltbevölkerung ist aufgegangen, der Erdölverbrauch geht auf und jetzt kommen wir in die Spitze. Ich habe hier eine Linie gezogen bei 100 Millionen Fass, wir sind jetzt bei 88. Ich denke, die Linie stimmt etwa, ich kann das nicht ganz genau sagen, das braucht ja ein bisschen Zeit. Aber dann gehen wir da oben drüber und dann geht es wieder rückwärts. Dann hat es schon Erdöl, aber von Jahr zu Jahr weniger. Und das ist eben das Tricky. Die Leute denken, ja, hat noch 40 Jahre Erdöl und denken, das ist unproblematisch. Aber sie denken nicht an ein fallendes Angebot. Im Jahr 3000 wird man zurückschauen und sagen, Erdöl, nein, hat es schon lange nicht mehr. Wir sind dann zum Glück auch nicht mehr da, weil sonst müssten wir erklären, warum wir es in so kurzer Zeit verbrennt haben. Ich sage manchmal, die Leute, die das die sagen, sie finde ich interessant, Details kann ich mehr darum kümmern, dann sage ich, ja, hören Sie, kennen Sie das Spiel Sesseli-Tanz oder Reise nach Jerusalem? Da ist jemand am Klavier und immer wenn er aufhört zu spielen, kommt der Stuhl weg. Ja, kennen Sie das Spiel noch? Darf ich ein Handzeichen, wenn das jemand kennt? Sehr gut. Ja, dann verstehen Sie, was ich meine. Ich meine nicht, das Erdöl ist weg, sondern ich sage, irgendwann fängt der Globalspiel an. Global. Und da kommt jedes Jahr ein Stuhl weg. Die Studenten kennen das Spiel zum Teil nicht, das gibt es glaube ich nicht als Videospiel. Aber wir sind irgendwie ähnlich sozialisiert und darum kennen wir das Spiel. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn der globale Peak Oil einsetzt, dann sind Sie gut beraten, wenn Sie den erneuerbaren Anteil ausgebaut haben. Es ist einfach das. Es ist einfach zu verstehen, oder? Es ist sehr einfach zu verstehen. Was machen wir in der Forschung? Zuerst schauen wir mal, was passiert in der Schweiz. Und da sehen Sie natürlich, dass voraus schauen die Leute, oder? Und da haben sie einfach Glück mit der Geschäftsleitung, dass die sehr vorausschauend sind, dass die anfangen, konkrete Lösungen umzusetzen. Das ist nicht etwas, wo man sagen kann, ja, machen wir vielleicht irgendwann, sondern müssen wir jetzt anfangen. Und da passieren konkrete Sachen. Ich sage auch, in der Schweiz haben wir einen Vorteil, weil wir wissen wenig über Öl, aber viel über Berge. Und bei den Bergen gibt es doch die einfache Faustregel, wirklich eine einfache Regel, wenn man hochgeht, muss man wieder runter. Das ist schon gesehen, zu den Bergen. Aber es ist wirklich eine Regel, die sich bestätigt hat. Es ist ja, Sie lachen jetzt, aber so ist es. Wenn ein Schweizer hoch auf den Berg geht, sucht er nicht am Nachmittag um 3 seine Schuhe und sagt, wo ist eigentlich mein Rucksack, gegen die 4 läuft er los, am 8 ist er da oben, ein dunkler Ziel, und sagt, was, geht noch wieder ab, hat man gar nicht mehr gesagt. Sondern wir stehen ja, wenn wir hoch rausgehen, stehen wir ganz früh auf. Ganz früh, noch mit Stirnlampe. Um 12 Uhr sind wir da oben, kann man sich fragen, warum sind die Schweizer um 12 Uhr auf dem Berg? Ja, weil sie den Abstieg schon eingeplant haben, um 5 Uhr sind sie wieder drunter, nehmen eine Fondue, das ist fast genetisch. Und die Art ist tief in uns innen. Das bedeutet nur, wir beobachten die Natur und gleichen uns an. Okay? Das hat keinen Sinn, irgendwie mit dem Berg zu streiten, sondern es ist einfach so und man gleicht sich an. Und ich sage Ihnen, es hat keinen Sinn, mit dem Erdöl zu streiten. Gleichen Sie sich einfach an. Ich zeige Ihnen mal den Aufstieg. 1850 ist der Erdölverbrauch null. Dort fängt das Erdölzeitalter an. Wir sind bei 1 Milliarde Weltbevölkerung. 1914, das ist der erste Weltkrieg, da sind wir schon bei 1 Million Fass pro Tag. Das ist noch relativ wenig. Aber sie haben schon einen grossen Einfluss vom Erdöl auf die Kriegsführung. Weil es gibt erstmal Panzer. Das hat es vorher nicht gegeben. Panzer fahren mit Erdöl. Und das erste Mal gibt es Flugzeuge. Das hat es vorher auch nicht gegeben. Und darum müssen sie im Ersten Weltkrieg viel mehr Tote. Dann haben sie den Zweiten Weltkrieg 1945. Da kann ich vielleicht ein Wort sagen. Hitler sei Blitzkrieg ohne Erdöl unmöglich. Weil Blitz bedeutet nicht schnell laufen, sondern es bedeutet Panzer schnell bewegen, Flugzeug schnell bewegen, Jeeps schnell bewegen etc. Oder wenn Sie das Wort noch kennen, Kamikaze. Das sind die japanischen Flugzeuge, die zu wenig Erdöl hatten. Die haben nur noch einen Weg betankt. Und ja, es ist ja so. Wenn Sie kein Öl mehr haben, ist alles fertig. Ist einfach fertig. 1962 sind wir schon bei 22 Millionen Fass, Tagesverbrauch. 1986, das ist jetzt ein Jahr, das sich viele erinnern können, da war der Tschernobyl-Unfall. Wir hatten in Basel in die Schweizer Halle. Dann ist noch Challenger explodiert. Also viele von Ihnen können sich an das Jahr auf jeden Fall erinnern, wenn ich sage, da sind wir bei 61 Millionen Fass. Und jetzt sehen Sie, was eigentlich Fakt ist. Wir als Schweizer in diesem Alter, ich sage jetzt mal, wir sind alle etwa gleich alt, haben nur einen Zufluss erlebt. Wir kennen nichts anderes als Zufluss. Ich habe mir irgendwann gesagt, hey, du hast nur Zufluss erlebt. Und bei Ihnen ist es gleich. Wir kennen nur, sagen wir mal, Flut, oder? Wir kennen nur, wir sind immer nur den Berg darauf gelaufen, vereinfacht gesagt. Und darum haben wir das Gefühl, die Berge gehen in den Himmel. Aber das stimmt nicht. Wir haben einfach zu wenig lang gelebt.
wenn wir 300 oder 400 Jahre würden leben, was wir zum Glück nicht müssen, aber wenn wir so lange würden leben, dann wüssten wir, die Berge gehen auf und wieder runter. Uns fehlt der Horizont. Aber die Forschung zeigt eindeutig, die Erde ist endlich und es wird eine Generation geben, die nur noch Abstieg kennt. Die werden sich dann auch einrichten, aber man muss schauen, dass man dann ein bisschen eine erneuerbare Struktur aufbaut. 1986 sind wir durch, jetzt kommen wir 2006, da haben wir bei 74 Millionen Fass pro Tag eine erste Warnlampe erreicht. Und das ist das konventionelle Erdöl. Das ist das einfach fördernde Erdöl, das stagniert seit bald 10 Jahren. Darf ich fragen, wer das vielleicht gehört hat? Das konventionelle Erdöl stagniert. Das wissen noch nicht alle. Also konventionelles Erdöl ist das Erdöl, das einfach aus dem Boden spritzt, wenn sie ein Rohr reinstecken. In meiner Jugend als Bub habe ich die Fachzeitschrift Lucky Luke gelesen. Kennen Sie das? Ja, es ist nicht eine Fachzeitschrift, es ist einfach so ein Comics. Das ist konventionelles Erdöl. Das spritzt raus und das spielt im Jahr 1900 in Texas und in anderen Orten in den USA. Aber das ist eben schon 100 Jahre her. Und jetzt wird das kommuniziert, dass das konventionelle Erdöl knapp wird. Es sind beunruhigende Nachrichten. Wir glauben, dass die Produktion von konventionellem Rohöl schon 0,6 Picoöl erreicht hat. Die Erdölfelder brechen ein in der Nordsee, in den USA, und es läuft die Zeit davon, seit die Internationale Energieagentur. Das heißt, die einfachste Sorte von Erdöl, das ist das konventionelle Erdöl, stagniert und bricht jetzt ein. Shell, das ist der Peter Voser, ist dort früher noch der Chef gewesen, jetzt ist es ein anderer, sagt, die IEA prognostiziert, also das ist die IEA, dass die Förderung aus Ölfeldern, die bis zum Jahr 2011 die Produktion aufgenommen haben, das sind also die jetzt laufen, bis 2035 um nahezu 2/3 fallen wird. Jetzt die meisten Leute lesen da einfach drüber und denken, 2/3 weniger Öl, ja, ist auch egal, was läuft dort im Fernsehen. Aber wissen Sie, als Forscher sehe ich das und sage, das hätte es noch nie gegeben. Wenn das so passiert und wir 2/3 weniger Öl haben im 2035, dann wird es weltweit, nicht nur in der Schweiz, die Wirtschaft umstülpen. Oder? Man braucht ja das Öl und das muss man dann substituieren und man muss andere Sachen bauen. Das heisst, das ist eine fundamentale Veränderung. Wir wissen noch nicht genau, wie sie kommt. Man wird einen Teil probieren zu kompensieren, aber ich finde solche Aussagen, das ist im Notenstein-Gespräch Dezember 13, muss man sehr ernst nehmen. Die Erdölindustrie kennt das Problem. Shell verkauft jetzt erstmals mehr Gas als Öl. Weil ihre Ölfelder einbrechen, jetzt sind sie zum Gaskonzern, haben sie sich gewandelt, und sie weisen eigentlich ihre Produktion als Öl- und Gasgemisch aus. Das heißt, sie können es nicht sofort unterscheiden, dass Öl einbricht. Das ist nicht so gute Buchführung. Also, beim Erdöl habe ich Ihnen Folgendes bis jetzt erklärt. Die Förderung in Großbritannien bricht ein, die Förderung auch in Norwegen geht zurück, die Förderung in Indonesien geht zurück, die Länder haben den Peak Oil erreicht, das konventionelle Erdöl stagniert und weltweit brauchen wir pro Tag 88 Millionen Fass. Das wäre mal so Ihr Wissensstand bis jetzt, denke ich. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie reagiert die Politik? die Politiker, sehr vorausschauend natürlich, haben das Problem im Griff. Hier haben Sie den früheren Präsidenten der USA, links im Bild, der Bush, und rechts, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, das ist Abdullah. Das ist der König von Saudi-Arabien. Und Studenten fragen natürlich, sind das echte Freunde? Und ich sage, nein. Weil, gemäß offizieller Geschichte der Terroranschläge vom 11. September sind 15 von den 19 Terroristen sind Saudis. Der Bin Laden ist selber ein Saudi und es ist vielleicht nicht populär, aber trotzdem wahr, wenn man sagt, Saudi-Arabien exportiert militanten Islam. Es ist einfach so. Das haben sie in den 80er Jahren gemacht mit dem Mujahedin in Afghanistan, dann noch in den 90er Jahren im Kosovo und jetzt eigentlich in Syrien. Der heißt jetzt Freie Syrische Armee, aber es sind immer noch radikale Sunniten. Und das wird oft finanziert von den Saudis. Warum machen das die Saudis? Weil die sind ein Königshaus, eigentlich ein sehr korruptes Königshaus, das darf man sicher sagen. Und die jungen Männer sind sehr hässig und dann schickt man die bewaffnet ins Ausland und das baut lokal den Druck ab, aber an anderen Orten führt es zu verschiedenen Problemen. Jetzt, die Amerikaner sind trotzdem sehr eng mit den Saudis zusammen, weil die Saudis produzieren jeden Tag 10 Millionen Fass. Ein normaler Mensch kann das nicht einschätzen, ist das viel oder wenig. Aber sie profitieren ja von dieser Weiterbildung, die sie heute genießen. Sie kennen den Tagesverbrauch, nehmen die 10 Millionen Fass und sehen, gut, das ist 10%, grob gerechnet. Die Amerikaner brauchen jeden Tag 20 Millionen Fass. Sie haben hier im Bild den grössten Konsument mit dem wichtigsten Lieferant oder ein bisschen zugespitzt, den grössten Süchtige mit dem wichtigsten Dealer.
ist tatsächlich eine heikle Situation, vor allem weil jetzt kommen noch Chinesen. Und bei den Chinesen muss man sagen, es sind viele. Okay? Das ist einfach die wichtige Beobachtung bei China. Das ist ein Morgenappell in einer Firma. Und die Chinesen brauchen im Moment 9 Millionen Fass. Sie sind aber viel weniger als die Amerikaner. Und was wollen sie? Was wollen die Chinesen? Die wollen ein Auto, einen Kühlschrank, 4 beheizte Räume und vielleicht noch einen Langstreckenflug pro Jahr. Es ist auch kein Verbrechen, dass sie das wollen. Die schauen unsere europäischen und amerikanischen Fernsehsendungen und haben das Gefühl, ja, so wollen wir es auch machen. Aber jetzt ist das Timing schlecht. Das Timing ist so, dass jetzt Chinesen kommen, während die Erdölfelder an verschiedenen Orten schon einbrechen. Sehen Sie? Das ist das Timing-Problem. Das ist so, wie wenn Sie eine Party haben und um 2 Uhr morgens ist das Buffet so ein bisschen leer geräumt und dann kommt noch ein Bus mit Chinesen. Ja, es ist so. Und hinten dran nochmal ein Bus mit Indo. Und das ist einfach eine herausfordernde Situation, weil wir haben jetzt global eine Ressourcenknappheit beim Öl, aber der Wunsch von diesen Ländern, dass sie unseren Lebensstandard erreichen. Was man jetzt denkt, ist, man könnte ja noch Öl holen, das wir vorher nicht geholt haben. Und eine Ölform ist der Ölsand. Da haben sie also Sand und um Sandkorn herum haben sie Öl gewickelt. Das können sie schon holen, aber es ist nicht flüssig und darum ist es nicht konventionelles Erdöl, sondern unkonventionelles Erdöl. Sie sehen, das ist also nicht Lucky Luke Erdöl, das ist anderes Öl. Das holt man jetzt, das ist viel teurer, viel aufwendiger, aber man holt es, weil es vom anderen eben nicht mehr so viel hat. Und wie geht das? Sie gehen nach Kanada, schlönt den Wald weg und dann sieht es so aus. Und das ist nicht etwas, wo man kann sagen, den Kindern, du, wir haben das Problem erkannt und eine tolle Lösung gefunden. Sondern das ist einfach nochmal ein neues Problem. Oder? Und das macht man nicht irgendwann, sondern das macht man jetzt. Weil jetzt ist das Öl knapp. Wie viel holt man? Etwa 2 Millionen Fass. Und Sie wissen ja, von 88, 2 Millionen, kann man sagen, 2% kommen aus dem Ölsand. Nicht viel. Das wird man ausweiten. Eine andere Idee ist, dass man eigentlich lokal Veränderungen sucht und zum Beispiel auf einem Schulhaus Photovoltaik oder Thermie installiert. Oder? Also Sie haben einfach die Wahl, oder? Tolle Idee ist auch, dass man viel tiefer bohrt. 2010 ist ja die Ölplattform explodiert. Dann kommen die Leute und sagen, ja super, sind die Vögel verklebt? Das will ich nicht. Dann kommen sie zu mir und sagen, Herr Ganser, Sie sind doch Ölexperte, können Sie mal sagen, was man da machen kann. Können wir irgendwie die Vögel besser schützen? Nein, das können Sie nicht. Das Problem ist unsere Ölsucht und die müssen wir reduzieren. Ich war dort mal im Zistungsclub und dann hat mir jemand gesagt, Herr Ganser, wissen Sie was? Das Öl sprudelt da immer raus. Das ist doch blöd, man müsste das sofort abstellen. Man müsste Ölquellen auf 50 Meter erschließen und wenn es einen Unfall gibt, kann man das schneller wieder zumachen. Und ich gesagt, das ist eine prima Idee, aber die hat schon mal jemand gehabt. Das heisst, die Quellen bei 50 Meter sind weg und was man jetzt macht ist, man geht 1500 Meter durchs Wasser, 4 Kilometer durch den Boden und auf 5,5 Kilometer ist das Ölfeld gesehen, dort mal. 5,5 Kilometer. Und da müssen Sie nicht glauben, dass die Ölfirmen zum Spass am Erdölfeld vorbeibohren, das bei 50 Meter liegt. Oder? So im Sinne von, komm, wir machen mal etwas Schwieriges heute. Sondern die nehmen das, was sie jetzt kriegen und wenn wir 5,5 Kilometer sind, dann ist das ein Zeichen, dass wir in Knappheiten sind. Es ist richtig, es hat auch vor Brasilien Erdöl, aber das ist auf 7 Kilometer Tiefe. Ich sage immer, es ist einfacher, Solarthermie auf Dach zu machen. Es ist einfach einfach. Eine andere Idee, wird jetzt auch verfolgt, ist, wir gehen an den Nordpol. Und wissen Sie, ich glaube, das wird man machen. Zack, irgendwann gibt es den schwarzen Eisbär und dann werden wir die Ölabhängigkeit diskutieren. Die Briten trainieren schon den Krieg, haben sie hier warm angezogen und sagen, der Kalte Krieg ist zwar vorbei, doch nun müssen wir die Energiesicherheit unseres Landes garantieren. Wir müssen in diesen Bedingungen kämpfen und überleben können, um die Energiequellen zu verteidigen, auf die wir angewiesen sind. Und das ist das Verhalten von einem Imperium. Die Briten sind im 19. Jahrhundert ein Imperium gewesen. Und alle Grossmächte, die Briten, die Amerikaner, die Chinesen und die Russen und auch noch ein paar andere, die denken, wenn es eine Knappheit gibt, gehen wir hin mit dem Gewehr. Oder? Das ist einfach ihr Verhalten. Das ist aber nicht die Geschichte von der Schweiz. Ich bin ein Vertreter von der strikten Neutralität, das heißt keine Soldaten ins Ausland. Ich finde es keine gute Idee, wenn wir auch noch im Irak rumschießen zwischen dem Amerikaner und den Briten und sagen, jetzt noch ein Festchen für uns. Oder? Das kann es nicht sein. Wir müssen lokale Lösungen haben. Was Sie vielleicht gehört haben, ist Fracking. Bei Fracking hat man gesagt, jetzt dank dem Fracking hat man Öl und Gas im Überfluss.
Und gewisse Leute haben mir eine Mail geschrieben und gesagt, ja, jetzt gibt es ja Fracking, die Sachen sind gelöst. He? Das mit der Knappheit ist jetzt vorbei. Da muss ich Ihnen sagen, das Gegenteil ist der Fall. Fracking bedeutet, dass sie das Öl und das Gas aus dem Boden raussprengen. Okay? Das ist nicht ein Zeichen von Überfluss, das ist ein Zeichen von Desperation, also von Verzweiflung. Beim Lucky Luke hat das rausgespritzt, von 10 Meter Tiefe. Jetzt gehen sie auf 3 Kilometer fracken. Wie funktioniert das? Sie gehen runter, bohren auf 3 Kilometer, dann noch horizontal und dann machen sie Sprengungen und dann risst das Gestein auf und dann kommt schon Öl und Gas raus. Aber um die Spalten offen zu halten, die sind nur wie ein Haar, etwa so dick wie ein Haar, müssen sie den Sand runterbringen. Dass der Sand runterkommt, müssen sie das Wasser eindicken und um das Wasser eindicken müssen sie Chemikalien dazugeben, dann wird das Wasser wie Schäl und dreht den Sand runter. Kann man schon machen. Am Schluss haben sie die Chemikalien im Süßwasser drin. Das heisst, mit dem Fracking gefährden sie das Grundwasser. Also wenn Sie mal bei Ihnen in der Gemeinde oder im Kanton eine Abstimmung haben, komme ich dann gerne einen Vortrag halten. Ich bin ein überzeugter Gegner von Fracking. Man sollte nie und nimmer das Grundwasser opfern. Nie und nimmer. Das ist das Blödste. Wenn man das macht, dann hat man überhaupt nichts mehr verstanden. Und wenn Sie die Bohrstellen anschauen, das sieht jetzt heute so aus. Das ist eine Fracking-Bohrstelle in den USA. Das ist nicht mehr Lucky Luke, oder? Wer kennt eigentlich Lucky Luke? Wer hat das auch gelesen? Okay. Ja, Fachzeitschriften sind gut verbreitet. Aber das sehen Sie, oder? Da muss man nicht viel dazu sagen. Das ist nicht das Gleiche, oder? Das ist heute eine chemische Operation. Und die amerikanischen Erdölfirmen sind nicht haftbar für die Schäden am Grundwasser und sie müssen nicht deklarieren, was für Chemikalien sie reinlassen. Eine andere Idee ist, dass man sagt, gut, also kein Öl, dann machen wir doch alles mit Gas. Gewisse Leute kommen zu mir und sagen, gut, ich habe jetzt die Ölheizung rausgenommen und eine Gasheizung reingemacht. Kann man? Emittiert weniger CO2, das stimmt. Aber ich persönlich habe meine Gasheizung rausgemacht und habe eben Erdsonde und Photovoltaik und Thermie und Holz. Ich finde es besser, wenn man sich auch vom Gas emanzipiert. Warum? Weil wir haben keins. Wir haben kein Erdgas. Und darum muss man sich immer fragen, wer hat denn? Da wird es übersichtlich. Ich möchte nichts gegen den Putin sagen, aber es ist schon so, er kann das Gas abstellen. Und dann schauen wir sprichwörtlich in die Röhre. Und das müssen wir sich halt fragen, oder? Ob man das will oder nicht. Es wird im Moment gesagt, dass man die Energiewende erst macht, wenn es finanziell interessant ist. Und natürlich geht es um viel Geld. Aber da kann ich Ihnen zuerst mal sagen, der Erdölpreis steigt. Wir haben in den 50er und 60er Jahren haben wir 2 Dollar pro Fass Erdöl gezahlt. Heute zahlen sie 100 Dollar pro Fass Erdöl. Das heisst, da ist extrem eine Aufwärtsbewegung gewesen. Vielleicht haben Sie einen Teil von dieser Bewegung noch im Kopf. Im 99 hat das Fass Erdöl noch 10 Dollar gekostet. Und dann sind wir von 10 auf 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 Dollar. Im 2008 sind wir bei 140 Dollar. Jetzt 2008 ist genau die Zeit, wo die Finanzkrise ausgebrochen ist. Also der Abbruch hier ist die globale Rezession und der Einbruch von Lehman Brothers. Können wir uns alle erinnern, oder? Und dann hätte der Erdölpreis eigentlich unten müssen bleiben, hätte nicht wieder rauf dürfen gehen, weil wenn Rezessionen sind, sollte das Erdöl nicht auf 100 Dollar rauf. Aber es ist trotzdem wieder auf 100 Dollar und meine Antwort ist, weil sie bei Tiefseeöl und bei Ölsand und bei Fracking mindestens 80 Dollar brauchen pro Fass, hätte der Erdölpreis wieder rauf müssen, obwohl es Rezessionen sind. Das heisst, der Peak Oil zwingt uns in das Hochsegment hinein. Und in diesem Hochsegment ist jetzt im Moment in der Wissenschaft die Frage, löst ein hoher Erdölpreis Rezessionen aus oder nicht? Das ist im Moment die Frage. Also hat der hohe Erdölpreis und der Ausbruch von der Finanzkrise etwas zusammen zu tun? Da kann man viel darüber reden, ist jetzt heute nicht das Hauptthema. Ich möchte Sie einfach noch darauf hinweisen, dass natürlich die Erdölindustrie die Energiewende nicht wird einleiten wird. Ich habe am Swiss Economic Forum im Interlaken mit dem Peter Foser mal diskutiert. Und er hat gesagt, gut, ja, Energiewende können wir machen, wir wechseln von Öl auf Gas. Okay? Das ist sein Ansatz. Und mein Ansatz ist 100% erneuerbar. Das ist aber nicht so überraschend, haben alle gewusst, dass das unsere Positionen sind. Das Interessante ist, als die Journalistin Shell vorgestellt hat, hat sie gesagt, Shell hat im letzten Jahr einen Gewinn gemacht von 7 Milliarden Dollar. Und dann hat der Herr Foser sich geräuspert und gesagt, Entschuldigung, das war der Gewinn vom ersten Quartal gewesen. Und jetzt müssen Sie das einmal auf der Zunge zergehen lassen. Shell macht einen Quartalsgewinn von 7 Milliarden. Wenn Sie so einen Gewinn machen, dann sagen Sie, Fracking ist gesund für Kinder. Es ist einfach so. Und Öl hat es für immer. Dann sagen Sie, die Energiewende hier, oder die Dächer mit Photovoltaik ist für nichts, oder? Dann haben Sie kein Interesse.
Ich habe dann mal geschaut, was hat der Chef von ExxonMobil verdient, das ist der Rex Tillerson, und im 2011 hat er $95.000 verdient. Pro Tag. Und das ist natürlich auch wieder ein Ansporn, dass man sagt, Öl ist toll. Das ist eigentlich menschlich, oder? Dann sagt man, komm, 35 Millionen im Jahr, ExxonMobil, tolle Firma. Aber wenn Sie es dann konkret anschauen, der hat sich total für Fracking eingesetzt und jetzt, der wohnt in Texas und jetzt wollen Sie in der Nähe von seinem Haus fracken. Und jetzt hat er natürlich Prozess geführt und gesagt, ja bitte nicht hier. Das heisst, die Leute verstricken sich auch im Widerspruch, was nicht überraschend ist. Sie sehen aber trotzdem, dass er nicht ganz zufrieden ist. Und das hat auch damit zu tun, dass sein Vorgänger mehr verdient hat. Der Lee Raymond hat im 06 357 Millionen verdient. Das ist 1 Million pro Tag. Und das ist jetzt wirklich mega ungerecht ihm gegenüber. Er hat nur 35 Millionen verdient. Ja, das ist es so. Ich sage den Studenten immer, der Lohn an und für sich spielt keine Rolle. Wenn sie allein auf dem Mond wären und ich würde ihnen 3-0 wegstreichen, sie würden es nicht einmal merken. Sie brauchen auf dem Mond mindestens 2 andere Menschen. Und wenn die mehr verdienen, dann stinkt es ihnen. Und wenn sie mehr verdienen, dann finden sie es super. Der Mensch ist ein vergleichendes Wesen. Und wenn sie je Probleme haben mit ihrem Lohn, dann wechseln sie zur Vergleichsgruppe. Das ist der Trick. Das ist wirklich der Trick, oder? Zum Beispiel in Indien gibt es 800 Millionen Menschen, die mit 2 Dollar pro Tag durchkommen. Denn keiner spart es nicht. 2 Dollar pro Tag, das gibt im Monat 60 Dollar. Beim Wechselkurs 0,9 sind das noch 50 Franken. 50 Franken für einen Monat? Das schaffen wir alle nicht, oder? Das heisst, im Vergleich sind wir extrem reich. Extrem. Also, die Vergleichsgruppe ist wichtig. Der Mann hat eine andere Gruppe als Vergleichsgruppe. Jemand hat mir gesagt, ja, der kann den Hals nicht vollkriegen. Aber das ist natürlich... Das ist einfach, ich sage Ihnen einfach, die Erdölindustrie wird nicht zu Ihnen kommen und sagen, verlassen Sie Öl und Gas. Die wird so ein Projekt nie entwickeln. Die wird sagen, Öl und Gas ist gut für Sie. Die andere Gruppe in den USA, das sind die. 45 Millionen beziehen Lebensmittelmarken. Die sind durch die Finanzkrise in die Armutsfallen runtergefallen. Und wenn man zu denen herangeht und sagt, machen Sie doch Photovoltaik auf Ihrem Dach, sagen Sie, Entschuldigung, ich habe kein Dach. Und mein Kartonhäuschen hat keine Stabilität. Und das ist die Situation, oder? Ein Teil der Leute ist durch die Finanzkrise in die Armut abgesagt. Die können die Energiewende nicht machen. Und ein anderer Teil möchte sie nicht, weil sie sehr viel Öl und Gas verkauft. Und das Gute für uns ist, wir sind irgendwo dazwischen. Und wie wir dazwischen sind, sind wir handlungsfähig. Und das ist ein Privileg. Also, 88 Millionen Fass ist der Tagesbedarf. Ich weiss, das wissen Sie vielleicht noch. Und in verschiedenen Ländern bricht die Erdölproduktion ein. Jetzt möchte ich noch zu einem heiklen Thema kommen und das sind Erdölkriege. Erdölkriege kann man nicht so verkaufen, dass man den Leuten sagt, wir gehen jetzt in den Krieg. Das geht nicht. Dann sagen die Leute, das wollen wir nicht. Also setzt man Kriegspropaganda ein und bei der Kriegspropaganda kommen Kinder zum Einsatz. Und ich möchte Ihnen das schnell erklären. Das ist ein schwieriges Thema, Erdölkrieg, aber ich möchte trotzdem mit Ihnen feststellen, dass Sie noch zum Abschluss anschauen. 1990 ist der Saddam Hussein aus Irak in Kuwait eingefallen. Einige können sich noch erinnern. Und dann hat der amerikanische Präsident gesagt, wir müssen in Irak nach Kuwait und Kuwait befreien. Und dann haben einige amerikanische Generäle gesagt, ja nein, da geht es nur um Erdöl, wir sind dagegen. Und dann hat der Bush gesagt, das geht sicher nicht nur um Erdöl, das geht um einen Kampf von Gut gegen Bös. Wir sind gut und die sind böse. Einfache Lage. Und um das den Leuten ein bisschen ins Hirn einzumassieren, ist folgende Geschichte in Umlauf gekommen. Man hat gesagt, die Truppen von Saddam Hussein sind nicht nur nach Irak hinein. Nach Kuwait rein, sondern in Kuwait sind sie nach Kuwait City und dort sind sie ins Spital und dann sind sie zu den Neugeborenen. Und dann haben sie die Neugeborenen an den Füßen genommen und Kopf voran am Boden geschlagen. Kindermord. Das ist sehr emotional, aus einem einfachen Grund, weil wir alle mal Kinder gewesen sind. Das ist empirisch bewiesen. Das hat nicht der Präsident erzählt, der damalige, und auch nicht der General Schwarzkopf. Der Schwarzkopf hat den Krieg geführt und gewonnen, sondern das hat ein Mädchen erzählt. Das Mädchen hat das erzählt und hat gesagt, ich habe als Krankenschwester im Spital geschafft, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Und dazu hat sie geheult. Und jetzt muss ich Ihnen etwas erklären. Wenn Ihnen ein Teenager-Mädchen unter Tränen etwas über Kindermord erzählt, dann sind Sie psychologisch gesehen geliefert. Okay? Dann denken Sie einfach, was? Das ist Barbarei. Ab in den Krieg, das muss man stoppen. Wo ist das? Irak, Iran, ist das gleiche Land? Und dieser Effekt ist gewollt. Das wird von den Politikern wiederholt, dass es die Kindermord gegeben hat. Und erst nach dem Krieg kommen wir Historiker. Das heisst, die Leute sind schon wieder begraben und dann kommen wir und schauen das nochmal genau an. Und wir haben dann herausgefunden, es hat nicht gestimmt.
Das Mädchen hat nicht im Spital geschafft und es hat den Kindermord nicht gegeben. Und wir sind natürlich immer zu spät, das muss ich leider sagen, die Historiker sind immer ein bisschen spät unterwegs, aber wir sind dafür genau. Und wir haben natürlich geschaut, dass das Mädchen aussieht wie eine Kuwaiterin. Und das war die Tochter vom kuwaitischen Botschafter in den USA. Darf ich schnell fragen, wer hat das konkrete Beispiel schon kennt von Kriegspropaganda? Da ist jemand? Ja, das ist noch nicht die Hälfte vom Raum. Also wir probieren Kriegspropaganda aufzuschlüsseln. Übrigens, Hill & Knowlton, das ist eine Werbefirma, hat den Krieg verkauft. Die haben die ganze Geschichte entwickelt, hat das Weitli gewählt, alles zusammengestellt, hat 1 Million gekostet und das Budget Kuwait zahlt. Und Kuwait hat dann Kriegsmilliarden Reparationen gekriegt vom Irak und Amerikaner Stützpunkt in Kuwait, mitten zwischen den Ölfeldern. So läuft es. Eine andere Möglichkeit wäre das. Also wir haben, meiner Meinung nach, schon die Wahl. Mehr Kriegspropaganda, mehr Ressourcenkrieg oder lokale erneuerbare Lösungen. Und ich weiß nicht, wie klar Ihnen das ist, dass das real ist. Das ist die Auswahl. Das ist die Auswahl. Und ich bin einfach für das. Ist die Person da, wo die Solaranlage hat? Oder ist die Person da, wo sie gebaut hat? Nicht. Kommen wir zum Irakkrieg. 100'000 Tote im Irak. Für mich ist der Irakkrieg ein Erdölbeutezug. Ich weiß, es gibt Forscher, die sagen, das ist ein Projekt zur Demokratieförderung. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Was hat man da gesagt? Man hat gesagt, Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen. Das hat der Colin Powell im Sicherheitsrat gesagt am 5. Februar 2003. Und das sind die Massenvernichtungswaffen, die angeblichen. Die hat man dann aber nie gefunden. Der Dick Cheney, der Vizepräsident, hat gesagt, wir haben Grund zu der Annahme, dass Saddam Hussein Atomwaffen baut. Also auch da, man hat nicht über Öl geredet, sondern man hat gesagt, die haben Massenvernichtungswaffen, wir müssen jetzt den Krieg feiern, weil sonst nehmen sie die Atombomben, geben sie den Terroristen und dann gibt es einen nuklearen 11. September. Das heisst, es geht immer darum, bei der Kriegspropaganda, dass die Leute in einen Schockzustand reinkommen. Und dass sie diesen Schockzustand selber gar nicht richtig verstehen. Und dann kann man sie in den Krieg drücken, kann man sagen, ja, sind sie gegen den Krieg? Dann sagen die Leute, ja, ich bin gegen den Krieg. Dann sagt man, aha. Aber dann kommen Terroristen und die machen einen nuklearen 11. September, genau dort, wo ihre Kinder in die Schule gehen, sind sie immer noch gegen den Krieg. Und dann machen die Leute so, ja nein, also gut, machen wir noch einen Krieg, den letzten. Und so funktioniert es, oder? Und die das Spiel durchziehen, die wissen, wie es läuft. Dick Cheney war nämlich Verteidigungsminister, wo diese Geschichte gelaufen ist. Das heisst, das ist ein Meister in der Kriegspropaganda. Aber weil alle alles wieder vergessen nach 2 Tagen, kann man das eigentlich jedes Jahr immer wieder machen. Und die Studenten fragen dann, warum sind die Leute nicht im Gefängnis? Oder? Die fragen, warum ist Dick Cheney nicht im Gefängnis? Sage ich, ja, natürlich, es ist ein Angriffskrieg, das ist illegal, 100'000 Tote, ist auch illegal, dann hat er noch dazu gelogen, ist eigentlich ein klarer Fall, aber eigentlich gehören diesen Leuten Gefängnis. Also rein von der Machtstruktur, sie können nicht den Vizepräsidenten ins Gefängnis tun, das können sie nicht, haben sie keine Chance. Also die Machtstruktur heute ist nicht so, dass wir alle gleich sind, es gibt schon ein paar, die ein bisschen mehr Einfluss haben, das ist so. Ein heikles Thema ist, dass die Europäer auch mitgemacht haben. Das heisst, die Briten haben gesagt, der Irak besitzt chemische und biologische Waffen, seine Raketen sind binnen 45 Minuten einsatzbereit, hat Tony Blair gesagt, da stimmt jetzt kein Wort. Von A bis Z gelogen. Okay? Aber die Briten haben fallen die Erdölförderung. Und im Irak haben sie noch konventionelles Erdöl auf 20 Meter Tiefe. Dann ist es natürlich eine große Herausforderung zu sagen, ja komm, wir gehen und holen uns das doch noch. Weil Ölsand umbuddeln ist mühsam, Arktis ist kalt, Tiefsee ist 7 Kilometer, ist auch mühsam, Fracking geht auch nicht so schnell, dann überfällt man einen Diktator und hängt ihn und kann wieder Öl holen. Das alles ist argumentiert worden mit dem Terroranschlag vom 11. September. Und da kommen wir jetzt ganz heikles Terrain. Sie wissen, dass es heikel ist, ich habe es trotzdem mitgebracht, weil im Moment wird diskutiert in der Forschung, was dort passiert ist. Und ich möchte Ihnen gerade sagen, ich weiß es auch nicht. Also ich kann Ihnen nicht sagen, was am 11. September passiert ist, aber ich kann Ihnen sagen, was diskutiert wird. Die erste Geschichte zu den Terroranschlägen ist, das war der Bin Laden. Der USA überrascht, der Bush und der Cheney sind überrascht gewesen, 3'000 Tote. Voilà. Die zweite Geschichte ist, ja, ja, das war schon der Bin Laden, aber der Bush und der Cheney, das sind Kriminelle. Die haben das extra zugelassen, um nachher Ressourcenkrieg zu führen, um Bürgerrechte abzuhauen. Und der Merkel ihr Handy abzulösen. Die dritte Geschichte ist, das war nicht der Bin Laden, sondern haben die amerikanischen Geheimdienste inszeniert. 3'000 eigene Leute umgebracht, um nachher Überwachungsstaat auszubauen und Ressourcenkrieg zu führen. Die drei Geschichten sind im Umlauf und wir Historiker müssen jetzt entscheiden, welche stimmt. Und das ist für uns sehr, sehr schwierig, weil es natürlich sehr politische Geschichten sind.
Ich habe das jetzt noch nicht geschrieben, das Kapitel, aber wir werden das am Schluss schreiben. Man vergisst immer, dass wir Historiker am Schluss die Bücher schreiben, die ihre Kinder lesen. Oder? Dann steht Krieg gegen den Terrorismus. Am 11. September hat Bin Laden die USA mit 19 Terroristen überfallen. Bush wehrte sich und schickte Soldaten nach Afghanistan, der Krieg gegen Terrorismus begann. Okay, ein möglicher Anfang von einem Buch. Anderer möglicher Anfang. Am 11. September 2001 inszenierten die USA einen Terroranschlag, um ihre Macht auszuweiten und Erdöl und Erdgas zu erbeuten. Anderer möglicher Buchanfang. Ja, wir müssen uns entscheiden, oder? Das ist heikel. Ich könnte sagen, die Streitpunkte sind, da ist ein Flug in Nordturm, der ist zusammengefallen, Flug in Südturm ist zusammengefallen, das ist der 11. September für die meisten Leute, Flugi, Turm, Turm. Jetzt, im Hintergrund ist das dritte Gebäude zusammengefallen, World Trade Center No. 7, und da ist kein Flug reingeflogen. Das heisst, wir haben zwei Flugi, aber drei Türme. Das ist der dritte Turm, der ist am 11. September zusammengefallen. Und ich sage immer, Basiswissen 11. September, wem ist es klar, dass es drei Gebäude sind, die oben sind? Ich muss vielleicht ein Handzeichen nochmal haben. Wem ist das klar? Das ist auch nicht die Hälfte. He? Das ist Basiswissen, oder? Dass man weiß, wie viele Türme überhaupt da sind. Weil wir müssen jetzt forschen, wie geht ein Turm ab, wo kein Flieger drin ist. Und dann gehen wir zuerst zum 9-11 Commission Report. Der ist 600 Seiten dick und der ist 2004 rausgekommen. Und der Bush hat die Hand draufgelegt und hat gesagt, das ist das Wort. Sie hat uns natürlich skeptisch gemacht. Und dann haben wir das genauer angeschaut und haben geschaut, wie wird das erklärt, das Gebäude? Drei Sturz. Und das ist ein Skandal, das Gebäude ist nicht erwähnt im Abschlussbericht. Okay? Im Abschlussbericht fehlt ein Gebäude. Und da können wir nicht sagen, ja, drei oder zwei Gebäude ist auch nicht so schlimm, sondern das ist ein fundamentaler Fehler. Das heisst, Sie können den Abschlussbericht schreddern. Nicht wert. Dann bin ich zu Baustatiker und die haben mir gesagt, das ist gesprengt. Und haben gesagt, das ist auch nicht gut. Wir haben eigentlich keine Sprengung am 11. September. Dann haben sie gesagt, schauen Sie, Herr Ganser, gehen wir hier zurück, ganz schnell zurück, excuse. Sie müssen die Ecken anschauen von diesem Gebäude. Und wie die runtergehen. Die gehen symmetrisch runter. Ich mache hin und her, so ist es nicht. Und das sind 84 Stahlsäulen, das wissen wir. Und dass 84 Stahlsäulen so symmetrisch runtergehen, sagen sie, das geht nur mit Sprengung. Bin ich zurück an die Forschungsstelle für Sicherheitspolitik und dann haben wir einen riesen Streit gehabt. In der ETH innen. Einfach ein Streit. Die andere Geschichte ist, das Gebäude ist wegen Feuerarbeit. Und da gebe ich es wieder an Sie zurück. Es ist nämlich entweder Feuer oder Sprengung. Und das können Sie jetzt selber mit heimnehmen und darüber nachdenken und mit den Nachbarn diskutieren. Es gibt auch interessante Gespräche. Es ist ja so, das Feuer muss die 84 Stahlträger in der gleichen Sekunde nehmen, sonst haben Sie die Symmetrie nicht. Die Frage ist jetzt strategisch. Wo sind wir 2050? 2050 ist der Zeithorizont, wo die, die Energieplanung machen, müssen denken. Darum sagt der Bundesrat Energiestrategie 2050. Wollen wir richtig Ressourcenkrieg gehen oder wollen wir richtig Energiewende gehen? Und da können Sie den ganz einfachen Test machen, den 10-Sekunden-Kindertest. Kennen Sie den? Sie haben 10 Sekunden Zeit und Sie müssen sich fragen, geben Sie Ihre Kinder oder geben Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus? Sie müssen einfach eins von beiden müssen Sie geben. Und heisst Wohnung, heisst inklusive Fotoalbum, allen Schal und Schuhe, was Sie haben. Sie müssen einfach alles geben. Jetzt haben Sie noch 5 Sekunden. Jetzt können Sie noch mal überlegen. Die meisten geben am Schluss die Wohnung. Zweite Frage, die ist schwierig für die Männer. Geben Sie das Auto oder Kinder? 10 Sekunden Zeit, was auch immer Sie geben, kommt in die Presse. Es sind noch 5 Sekunden. Die Männer, boah, es ist gerade ein neues Auto gekauft, nein, oh, es hat gerade neue Felgen. Am Schluss geben Sie trotzdem das Auto. Oder Kinder sind sehr wichtig. Man kann ja das zuspitzen und sagen, das mache ich jetzt nicht. Geben Sie die Frau oder Kinder oder geben Sie den Mann oder Kinder. Das sollte man nicht zuspitzen, weil das ist von Tag zu Tag unterschiedlich. Aber ich sage jetzt einmal, wenn die Kinder so wichtig sind oder die Enkel, dann müssen wir einen Plan haben für 2050. Und da können Sie froh sein, wenn Sie so eine strategische Führung, die wirklich sagt, wir gehen richtig Energiewende. Ich glaube, die Wichtigkeit von der Energiewende wird unterschätzt. Ich glaube, die nächste Generation muss die 8 aufbauen und die 4 abbauen. Das ist eine ganz klar strategische Ausgangslage. Das braucht Geld, das braucht Zeit. Aber wir alle können Akzent setzen. Ich glaube, insgesamt sehen Sie heute schon, wenn Sie durch die Strasse gehen, sehen Sie Veränderungen. Das ist nicht das Gleiche wie vor 30 Jahren. Das heisst, die Energiewende läuft. Wenn ich Sie sozusagen kann motivieren kann, hier mitzuhelfen und dahinter zu stehen und mit Leuten auch zu diskutieren, dann können Sie sich sofort als Experten ausweisen, indem Sie sagen, ja, weißt du überhaupt, wie groß der Tagesverbrauch bei Öl ist? Die meisten Leute, keine Ahnung, dann sind Sie Experten. Wenn Sie noch wissen, dass 50% vom Schweizer Energiemix Öl ist, sind Sie sehr gut. Das ist mein Institut, das heißt Swiss Institute for Peace and Energy Research. Ich habe ein paar Sponsoren, ich möchte das auch transparent machen.
Tritec macht Photovoltaik, KWT Erdsondenwärmepumpe, Flyer macht Elektrovelo, Flumrock macht Isolation, Otto Fischer AG macht Elektrogeräte, Zwischenhandel, Valiantische Bank, IWB sind die industriellen Werke Basel und Supercomputing Systems, die machen Smart Grid Technologie. Ich habe ein Buch geschrieben, das ist der Däne, ich unterschreibe gerne eins, wenn jemand eins möchte. Es ist eigentlich einfach, was ich Ihnen gesagt habe. 1945 sind wir bei 6 Millionen Fass gesehen. Jetzt sind wir bei 88 Millionen Fass. Vielleicht gehen wir auch auf 100, aber dann geht es wieder runter und dort brauchen wir die Energiewende als Ausgleich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.